Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's Toxic85 und heute wieder ein Replay von World of Warships in einer gediegenen Runde mit dem Friedrich den Großen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Ist mein erstes Replay, was ich selber jetzt vertone. Und ja, lasst uns das Spiel genießen. Ihr seht, wir sind schon mittendrin im Gefecht. Ich habe gerade auf die Runen geschossen. Leichten Schaden, 3700. Ist okay. Schauen wir mal kurz noch zur Verteilung. Wir haben auf jeder Seite einen Flugzeugträger, ein 10er Schlachtschiff, ansonsten 8er, 10er, zwei Zerstörer auf jeder Seite. Also das Matchmaking ist relativ ausgeglichen. Ich habe hier gerade schon die ersten 11.000 kassiert, teile aber der Yamato jetzt auch nochmal 4.000 aus. Sind auf der Seite ein bisschen in Unterzahl mit den Schiffen. Eine Montana ist noch mit dabei auf der Seite als Schlachtschiff und eine North Carolina zieht mit rüber. Da sehen wir, es kommt ein großer Torpteppich. Da sind wir zum Glück weit von weg. Aber jetzt kassieren wir die erste große Salve, die uns mal direkt auf 55.000 runterzieht. Da müssen wir jetzt schon ein bisschen aufpassen, wir drehen ab. Wir haben aus dem Nebel geschossen, die Atago schießt von hinten. Wir haben die Yamato, Friedrich den Großen. Wir heilen das erste Mal. Was auch dringend nötig ist, wieder 11.000. Die Runde beginnt nicht so sonderlich gut. Jetzt auch noch ein Brand. Aber die ersten 8.000 auf die Yamato. Die Yamato muss jetzt auch sehr leiden. Hat nur noch 17.000. Verschwindet jetzt für uns hinterm Berg. Wir drehen auch weiter ab, dass wir erstmal nicht so im Fokusfeuer sind. Ja, somit haben wir schon über ein Drittel unserer HP direkt am Anfang verloren. Also ein sehr ungünstiger Start in die Runde. Da muss man jetzt natürlich sehr aufpassen und gucken, dass man nicht gleich raus ist und sein Team nicht mehr helfen kann. So weit auf uns geschossen. Immer noch aus dem Nebel heraus. Jetzt sind wir erstmal nicht mehr sichtbar. Öffnen selber nochmal das Feuer auf die Yamato. Leider nur ein Abpraller. Die Yamato kommt fast zum Stehen, hat nur 7000 Health Points. Und die Montana hat sie rausgenommen. Eine große Gefahr schon mal weniger auf der Seite. Wir heilen uns das nächste Mal, um wieder halbwegs ins Gefecht reinkommen zu können. Die Yamato da hinten, die Atago da hinten steht fast. Jetzt noch unsere Secondary auf die Benson. Schaffen wir es zu treffen? Ja, leider nicht wirklich erfolgreich, weil ich dachte, sie fährt voraus, aber ist leider dann doch stehen geblieben. Die Z23, leider haben wir die Z23 vorne verloren, was natürlich schlecht ist, da wir keinen Zerstörer mehr als Aufklärung vorne haben. Die Benson uns da, wenn sie gleich nicht mehr entdeckt ist, ziemlich viel Ärger machen kann. Wir versuchen drauf zu schießen, kassieren gerade nochmal 5500. Die Secondary trifft zweimal. Wir treffen auch noch einmal mit den Hauptgeschützen mit 3000 HP. Aber wir entscheiden uns jetzt erstmal, wie abzudrehen, da das so heiß ist, da vorne reinzufahren, auch mit der Unterstützung der Montana. Müssen natürlich Breitseite zeigen, kriegen 7000 von der Tirpitz oder vom Friedrich den Großen, aber dieses Wagnis mussten wir jetzt eingehen. Auf der anderen Seite auf D haben wir die Überzahl der Schiffe erstmal genutzt. Wir sind dabei, D zu erobern. Und versuchen diese Seite erstmal hier zu halten.
die ersten Flugzeuge vom Träger kommen. Eine Bomberstaffel, zwei Taubstaffeln gehen auf die Montana. Wir konnten einen Flieger abschießen, aber leider der Montana nicht so viel helfen. Die wird auch gleich ein paar Taubs kassieren. Ja, zum Glück sind wir da noch rechtzeitig abgeriegt, sonst wären wir wahrscheinlich das First Target gewesen. So, jetzt schießen wir auf die Runen. Die Runenzeit schön Breitseite. Mal gucken, ob wir einen Treffer landen können. Kein Treffer gelandet. Sah eigentlich gut aus, aber die Geschosse scheinen wohl davor oder hinter eingeschlagen zu sein. Sehr schade. Die Runen rät ab. Die Ataru fährt auch weiter weg. Aber wir versuchen es einfach nochmal auf die Runen. Die Runen dreht wieder ein bisschen ein. Wir schießen aus knapp 15 Kilometer. Die Montana lebt zum Glück noch. Okay, knapp 7000 Schaden, das ist okay. Und da ist eine Neptun. Die im Nebel steht auf 13 Kilometer. Unsere Hipper ziemlich dicht dran. Unsere Hipper leider verloren. Die Neptun fährt rückwärts. Wir haben gleich nachgeladen in 3 Sekunden. Wir ziehen ein bisschen dahinter und hoffen, dass wir sie gut treffen. Die Neptun ist noch fast Full HP. Ja, knapp 10.000. Das ist in Ordnung. Kassieren aber schon wieder selber. Sehr schwer, verlieren noch unseren Hauptturm hinten. Sind wieder im Fokusfeuer. Wir müssen abdrehen. Haben noch knapp 36.000. Health Points müssen wieder reparieren. Öffnen das Feuer auf die Runen. Die dreht aber ab, keine Chance zu treffen. Eine Tierpilz kommt Breitseite auf 17 Kilometer rein und da ist die Neptun nochmal, verschwindet gerade wieder im Nebel. Sie schießt aber da raus, also versuchen wir es einfach mal darauf. Wir orientieren uns an ihren Geschossen und probieren mal. Und eine Doppelzieher. Das wird der Neptun sicherlich sehr wehgetan haben, weil sie eigentlich im Nebel verschwunden war. Aber wir haben geguckt, wo die Geschosse herkamen, haben einfach mal drauf geschossen und konnten zwei Zieter-Treffer landen. So, die Seite mal ein bisschen unter Kontrolle gebracht, zumindest fahren die Gegner nicht weiter offensiv rein, ziehen sich ein bisschen defensiver zurück. So können wir nochmal komplett wenden, richten unsere Geschütze wieder aus. Die Rune hat auch einmal komplett gedreht. Wir schießen noch nicht drauf. Die Ataru kommt gut Breitseite rein. Verschwindet jetzt gerade wieder. Wir schießen trotzdem nochmal drauf. In der Hoffnung, sie nochmal zu treffen. Und ein sehr schöner Treffer. 18.000 Schaden. Auf die Runen. Wenn wir Glück haben. Ja, 6.600. Hätten wir mehr erwartet, aber okay. Zwei Warfans, zwei Treffer. Aber sieht nicht schlecht aus. Wir führen das Schiffen. Die andere Seite pusht gut nach vorne. Die Runen dreht ab. Wir versuchen aus spitzen Winkel einfach mal drauf zu schießen. Okay, ein Ausfall, knapp 5000 Schaden. Wir fahren weiter vor. Versuchen einfach mal ein A, was bewirken zu können. Um auch den Gegner ein bisschen unter Druck zu setzen.
Da war die Neptun wieder ganz kurz zu sehen gewesen. Wir warten und sehen wieder die Geschosse, schießen wieder blind in den Nebel rein. In der Hoffnung, wieder was bewirken zu können. Nein, diesmal leider nicht. Kein Zieltreffer. Kassieren jetzt aber wieder von der Neptun, da kommen auch noch Torps. Hydro ist an. Wir können den Torps also gut ausweichen. Wir haben genug Zeit. Torpedos direkt voraus. Und entscheiden uns jetzt, um auf die Runen zu schießen, die noch knapp 10.000 Health Points hat. Und können sie versenken. Schöner Zitadellentreffer. Die Schütze hinten sind wieder nachgeladen. Die Neptun schießt wieder fleißig auf uns. Wir schießen wieder in den Nebel rein. Und die Neptun kassiert den dritten Treffer. Dritter Zitadellentreffer im Nebel auf die Neptun. Nochmal eine Salve. Und versenkt. Vier Zitadellentreffer auf die Neptun im Nebel. Ich glaube, sie ist ein wenig frustriert. Jetzt drehen wir auf den Flugzeugträger ein. Da die Tierpitz doch schon etwas weiter weg ist, versuchen wir hier aufzuwirken. Das Gefecht sieht gut aus, wir werden es wohl gewinnen. Zieht da auch mal auf den Flugzeugträger. Wir sind schon bei knapp 150.000 Schaden. In diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt schon mal. Ich hoffe, ihr genießt noch die letzten Sekunden. Besucht uns auf Facebook, auf YouTube, Seacrowds. Ich bin euer Toxic85. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder zum nächsten Replay. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Genießt die letzten Sekunden. Bis bald und auf Wiedersehen.